Tag zusammen. Heute möchte ich mal ausprobieren, ob der ChatGPT auch dazu geeignet ist, Studiengänge zu empfehlen oder jungen Menschen dabei zu helfen, nach Abschluss der Schule sich zu entscheiden, in welche Richtung man ein Studium angehen kann. Haben wir schon gesehen, er kann vielen Stellen als ja, Sparringspartner dienen und testen wir es direkt mal. Also, versetzen uns jetzt mal in die Situation, dass man jetzt gerade die Schule abgeschlossen hat mit Abitur oder Fachabitur, was halt analog ist, um dann an einer Universität oder einer Hochschule für angewandte Wissenschaften, also einer Fachhochschule, zu studieren. Und jetzt die Frage, das beobachte ich dann doch häufig, wenn Studieninteressierte zu uns an die Hochschule, an den Umweltcampus kommen und überlegen, was kann ich denn machen? Was gibt es für Möglichkeiten? Wen fragt man da? Ja, wieso fragen wir da nicht die künstliche Intelligenz, die da vielleicht helfen kann? Also wir sehen, klar, er ist immer hilfsbereit, der ChatGPT. Machen wir das mal. Also ich vertrage jetzt mal die Fächer ein, die Abitur dran kamen. Habe jetzt mal vier Fächer ausgesucht, Mathematik, Erdkunde, Biologie und Deutsch. Also ein bunter Mix aus allen Bereichen. Und nehmen wir jetzt mal an, man interessiert sich jetzt in seiner Freizeit noch für Umwelt oder Umweltthemen. Und jetzt die Frage, gibt es jetzt dazu passende Studiengänge? Mal gucken, was er uns empfiehlt. Ich hoffe, es kommen so die richtigen Antworten. Also jetzt einmal Umweltwissenschaften, er schlägt sogar vor oder erklärt sogar noch ein bisschen, was dahinter steckt. Das ist sicherlich eine ganz nützliche. Ganz nützliche Hilfe, weil man damit schon so einen ersten Eindruck bekommt auf Basis seiner ja, Themenschwerpunkte, seiner persönlichen Interessen. Da könnte man natürlich jetzt noch mehr angeben. Aber ich denke, so die Abiturfächer geben schon mal so einen ersten guten Querschnitt wieder, wo die persönlichen Stärken vielleicht auch liegen. Da könnte man jetzt auch seine Lieblingsfächer vielleicht noch eintragen, wo man noch gute Noten hatte. Vielleicht noch ein paar Hobbys ergänzen. Und aus der Basis kann man dann dort ja, erste Vorschläge generieren. Wir sehen also Umweltwissenschaften, nachhaltige Entwicklung, Geoökonomie, Biologie und Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit. Also tatsächlich ja, breiter Kanon an Studiengängen, die alle zu den Fächern passen, die man jetzt in der Oberstufe hatte, die man im Abitur hatte. Also von daher immer Thema Nachhaltigkeit. Das passt ja eigentlich sowieso auch ganz gut jetzt in unserem Fall beim Umweltcampus. Ich mache es nochmal ein bisschen konkreter. Wie sieht es denn aus, wenn man sagt, oh, das ganze Thema Umwelttechnik, Energietechnik, regenerative Energietechnik interessiert mich. Die Frage, passt das auch? Das heißt, wenn man selber schon so eine erste Idee hat, mal im Freundesbekanntenkreis gesprochen hat, die Frage, geht da, kann man sich das zutrauen? Man möchte sowohl was Technisches als auch was Betriebswirtschaftliches machen. Dann die Frage, gibt es solche Studiengänge? Und auch da wird er natürlich dann entsprechend den Hinweis geben, dass man dort im Bereich, das ist dann eher der Schwerpunkt der Wirtschaftsingenieurswesen. Man schlägt direkt den Studiengang erneuerbare Energien zum Beispiel vor, der eine Mischung aus dem technischen und wirtschaftlichen Bereich ist. Dann haben wir die Energieingenieurswissenschaften, vielleicht eher im technischen Bereich angesiedelt. Und dann tatsächlich jetzt hier das Wirtschaftsingenieurswesen, erneuerbare Energien. Da muss man immer ein bisschen gucken an den unterschiedlichen Hochschulen und Universitäten, wo der Schwerpunkt in dem Studiengang liegt, das kann man nicht am Titel alleine erkennen. Da muss man nochmal gucken, wie ist der Studiengang beschrieben, was sind so die Fächer, die man da lernt, die man so in den ersten paar Semestern hat, damit man so einen ersten Eindruck bekommt. Aber man sieht, also die Vorschläge, die der ChatGPT macht, sind wirklich konstruktiv. Da kriegt man einen ersten Eindruck. Und da kann man dann Ideen entwickeln, auf die man jetzt so im ersten Moment, auch wenn man jetzt mit Freunden, Bekannten, Verwandten spricht, vielleicht gar nicht gekommen wäre. Wir gucken mal weiter. Nächste Frage, die sicherlich auch ganz entscheidend ist, wie man einen guten Hochschulstandort findet. Dann ist immer die Frage, bleibt man zu Hause wohnen oder zieht man aus und in eine neue, fremde Stadt? Auch da jetzt die klassischen Tipps, die der ChatGPT
eine mitgibt, also dass man online natürlich erstmal auf den Internetseiten der Hochschulen und Universitäten guckt, was es da gibt, auch Bewertungsseiten, da gibt es ja verschiedenste Seiten, die Studiengänge bewerten oder Bewertungen sammeln. Hilfreich sind sicherlich halt diese Beratungsstellen, dass also die Schulen dann mit regionalen Hochschulen kooperieren, dass es dort Infoveranstaltungen gibt, wenn man dann in der Oberstufe ist. Dann den dritten Punkt finde ich ganz wichtig, wenn man sich für ein Studium interessiert, dass man auf jeden Fall mal an den Hochschulstandort fährt, mal so ein Gefühl dafür bekommt, wie ist das in dieser Stadt, wie ist das an dem Standort, wie sieht das so aus? Wird man da freundlich empfangen oder wird man da angeknurrt, wenn man da rumläuft? Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Häufig findet man dann auch Leute, die da schon mal studiert haben oder die jemanden kennen, dass man da mal fragt, ja, wie ist es denn wirklich, weil auf den Internetseiten natürlich nur das Positive dargestellt wird. Solche Bewertungsseiten sind auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Man kennt das aus anderen Bereichen des Internets, dass dann häufig nur negative Bewertungen kommen. Aber da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber wie gesagt, diese Rankings sind sicherlich ganz hilfreich, um so einen Eindruck zu bekommen, ist jetzt die nächste Hochschule die beste oder muss ich wirklich weit weg, weg von zu Hause. Da dann tatsächlich die Frage, auch das stellen sich viele, die mit dem Studium beginnen, ist es also besser, zu Hause wohnen zu bleiben oder auszuziehen und dann entsprechend in die Hochschulstadt zu ziehen. Auch da die Frage, was kann der Chatbot da tun? Auch da ist er ein sehr guter Hinweisgeber, weil der kann jetzt nicht alles, er ist ja nicht empathisch oder kann Dinge wirklich auf der persönlich-emotionalen Ebene erkennen und dann beraten, aber ja, er gibt halt, stellt das für und wieder dar, erklärt also, ne, wenn man zu Hause wohnen bleibt, spart man natürlich Kosten, man hat sein Kinderzimmer vielleicht noch, man hat einen Tagesablauf, man hat sicherlich auch noch sein bekanntes Umfeld, wegziehen ist natürlich anders, fremde Stadt, neue Leute kennenlernen, man muss sich natürlich leisten können, das darf man nicht, man darf es nicht vergessen, dass man da entsprechend auch das Geld hat, das man braucht, um die Miete zu bezahlen, Studiengebühren oder Semesterbeiträge und auch das Essen muss natürlich bezahlt werden. Also von daher muss man da, kann man sich da mit dem Chatbot so ein bisschen drüber unterhalten, was die Vor- und Nachteile sind. Aber auch da, er ist da wirklich ein ganz guter Sparringspartner. Man kann das mit ihm diskutieren, weil er nochmal andere Ansichten bringt, als wenn man das jetzt im persönlichen Umfeld hat. Vielleicht hat man auch im Verwandten, Bekanntenkreis gar nicht so viele Leute, die sich mit dem Thema auskennen, weil sie es selber nicht gemacht haben. Da ist natürlich so ein KI-System eine sehr schöne und unabhängige weitere Quelle, um das mal zu diskutieren. Man darf halt nicht vergessen, es ist halt nur eine KI, die dahinter steckt, kein Mensch, der einem da wirklich echt berät. Das kommt dann als letztes, das ist nämlich jetzt hier der Punkt, dass man jetzt mal den Studiengangsleiter oder die Studiengangsleiterin anschreibt per E-Mail, um weitere Informationen zu erhalten. Also das haben wir schon gesehen, dass er das kann. Aber wenn man sagt, oh, soll ich da den Professor, die Professorin oder den Studienservice da anschreiben? Ja, also nur Mut, keine Angst, keine falsche Scheu. Und ja, jetzt schlage ich dir schon eine E-Mail vor. Also wenn ich jetzt so eine E-Mail bekäme jetzt von jemandem, der sich für ein Studium interessiert bei uns, würde ich da entsprechend freundlich darauf reagieren. Wir haben schon gesehen, man könnte sogar die Antwort generieren lassen. In einem der ersten Videos dieser Reihe über den ChatGPT. Aber trotzdem, da kriegt man schon mal so einen ersten Vorschlag, wie man da sachlich professionelle Mail schreiben kann an die Studiengangsleitung, um noch ein paar Infos zu bekommen und wie man dann weitere Informationen erhalten kann. Also von daher, wir sehen Stärke des ChatGPT. Er kann halt uns bei den Texten helfen. Er ist ein sehr guter und konstruktiver Partner, um sich mit ihm mal auszutauschen, weil er einfach durch das erlernte Wissen da gute Ideen einbringen kann. Vielleicht auch Ideen, die man jetzt nicht so erwartet hätte, was die Studiengänge angeht. Und jetzt auf Basis seiner persönlichen Interessen ein paar gute Vorschläge machen kann, sodass man dann damit eine Suchmaschine einsetzen kann. Denn das ist das, was er nicht kann. Er schlägt jetzt keine Universitätsstädte oder Hochschulstädte vor. Die Vorschläge können falsch sein. Also da muss man tatsächlich dann auf den Seiten der Hochschule, Universität gucken
Und man muss auch einfach dann noch ganz klassisch die Suchmaschine bedienen. Aber wir sehen, er ist hilfreich, er kann da guten Input liefern. Von daher weiteres klares Plus für den ChatGPT, ihn einzusetzen, wenn man sich entscheiden möchte, ein Studium an einer Hochschule beginnen zu wollen. Von daher klarer Pluspunkt.